Axt schon drauf. Was waren das schon alle? Da steht noch einer. Jetzt mal, das kann ich ohne Schlüssel nicht. Scharfschütze. Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Riecher gehabt. Wie kommen wir da jetzt hoch? Nur noch mehr Kobolde. Ich würde eigentlich ihn da unten treffen, aber das ist mir auch recht. Ausweichen. Ausweichen, weich doch aus. An Renrocks Hände. Eigentlich an deinen, aber was so ist. Würde ich die Schulter von dir schieben. Also hier gab es noch was. Ich gehe gleich weiter. Adelsmatte. Viele neue Mente. Müssen wir mal gucken. Ob deiner besser ist. Ja, der ist besser. Können wir den entfernen? Sollte man nicht verkaufen, aber was soll's. Enden wir natürlich so ab. Das muss so aussehen. Puh. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Da gebe ich hier fast meinen rotes Gewand für auf. Legendäres gepanzertes Gewand. Das sieht echt nicht übel aus.
Ich finde das schon sehr herrlich. Aber ich würde es. Das Schwarz sieht halt echt geil aus. Und dann der Umhang dazu, das Gold verziert, das ist schon edel. Fast schon zu edel. Nehme ich erstmal. Der passt aber, der passt der Schal gar nicht mehr zu. Da passt der schon viel besser dazu. Oder so ein Hufflepuff-Schal hier. Warum nicht? Ein kleiner Hufflepuff-Troll. Sieht auch mit Schulrobe noch gut aus. Ja, nice. Dann noch ein passendes Hut dazu finden. Das wäre noch sehr gut. Nee, finde ich nicht. Nehmen wir den hier und ja, das Outfit. Wundervoll. Der schwarze Rächer. Die schwarze Rächerin. Wow, das sieht doch. Also, ich finde es. Die Hogwarts-Robe darüber verdeckt alles. Aber innerhalb von Hogwarts können wir das machen. Außerhalb von Hogwarts. Finde ich noch auf jeden Fall stylischer als das. Als der rote. Ohne Frage. Ja, aber das Aussehen gleich mal geändert, dann werden sich die Leute im Stream wundern. Ausweichen. Ihren Messern. Ach du Scheiße. Kann ich die Punkte gar nicht aufsammeln? Erfahrungspunkte. Da muss ich nochmal reingucken. Ich glaube, wir haben einen Mantel. Nee, weg damit. Na, das wird doch hoffentlich der Onkel sein. Sprich mein Drohne durch seine Zellentür. Erstmal gucken, ob hier die Luft rein ist. Hallo? Mr. Oaks? Ja, der Umhang. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu. Ich habe noch kein erweitertes Anomora. Ich hoffe, das klappt. Finden Sie. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein?
Ich kann auch nicht so groß alle Humora. Es wird schief gehen. Boah, sie ist deine Chance. Schwarz mit den roten Haaren. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Ich liebe es. Kesseltür. Ich hab keine Ahnung. Gibt es hier Hinweise darauf? Da ist ein Kessel. Vielleicht öffnet der die Tür. Wäre denkbar. Oh Gott. Das sieht doch vielversprechend aus. Na, das war klar. Willkommen, was man verschuldet. So oder so. Du wirst bereuen, hier zu sein. Was denn ist dazu? Was ist das jetzt? Willkommen in die Adler. Oh, Kacke. Schaffst du aus dem Boden? Und wir in die Zentrale geraten, oder was? Erstmal die... Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Nee, Klamotten. Warum haben die Menschen Klamotten dabei? Noch den Zauberstab nicht ganz oben auf Podest aufbewahrt haben. Die Handschuhe, die behalten wir noch mal, bis wir sie enthüllen. Dann schmeißen wir sie weg, weil sie hässlich aussehen. Die habe ich mich noch nicht getraut wegzuwerfen. Könnten wir prinzipiell machen. So hier. Gleich mal wegwerfen. Münzchen, die können wir später für Tränke und so gebrauchen. Für Putzzeugs. Genau das wollte ich. Das ist sicher, Mr. Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien.
fantastisch, aber... Der ist nur schlechter. Und Hufflepuffs, schade, weiß nicht, woher wir den haben. Sieht echt großartig aus. Ich habe inzwischen keine Ahnung mehr, falls das jemand fragt, wie ich den Look zusammengestellt habe. War im Inventar. Im Ausrüstungsinventar. Das sah geil aus. Ziemlich happy Musik für so einen Ort. Bitte geben Sie mir meinen Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Okay, und wie sollen wir das anstellen? Aha, hoch auf Holz. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Hast das am Schaden erkannt? Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Ich bin ganz bescheiden hier mit meiner schwarz-grünen Rüstung. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Okay. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Das ist eine sehr storyrelevante Quest. Eine sehr storyrelevante Antwort hier. Tja. Stimmt es, dass Sie Kobolde gar sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oakes. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Die Farben passen auch und ich auf Schwarz. Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Ich habe mich hier gerade durch die ganzen Kobolde gekämpft. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Auftrag abgeschlossen. Können wir nicht nochmal zurück zu Adelaide und dir Bescheid sagen, dass ihr Vater wieder da ist?
Müssen wir noch ein bisschen Gold mitnehmen. Hier können sie gebrauchen. Ist noch nicht so besonders viel. So, wir kommen jetzt hier raus. Das habe ich leider nicht dabei. Kann man aber ausrüsten. Ron habe ich eine mit dabei. Das bedeutet Ärger. Und so weit runter wollte ich gar nicht. Was hier wohl passiert ist. Da ist die Treppe. Wir haben noch Gegner. Vermutlich mal probieren. Ah, eine Aeron hätte ich dabei. Wenn die runterkämen. Ich hochkäme. Ausgehen. Du kannst uns nicht alle besiegen. Nein, momentan nicht verfügbar. Was ist denn das? Ach Scheiße. Was bist denn du? Ich hätte ihn noch anderen besucht. Den hier auch schon abschalten. Vor dem Troll. Lazio soll ich einsetzen. Zwei Gegner zugleich. Entwaffnen können wir auch mal machen. Kommt immer wieder nachschieben. Der steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Wo ist denn der Troll hin? Ach, da ist er. Kommt er hochgeklettert oder was? Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Steht hier vor der Wand. So ist das ungünstig. Oh, Kacke. Da stehst du aber nicht so gut. Kampftroll. Wenn wir dem nicht im offenen Gelände begegnen. Potato.
Schluss sein. Langwierige Sache, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt kriegen wir oben ja keinen Schaden ab. Lecker Trollpuppe. Ja. Den zweiten Troll, den wir besiegt haben. Nehmen wir den hier. Der muss natürlich so aussehen. So, ich würde jetzt mal nach Hogwarts zurück. Hoffentlich finden wir da die Adelaine. Dann würde ich mal davon berichten. So, was haben wir hier noch? Schatten des Anwesen und die Professorenaufgaben machen wir später im Stream. Hier können wir doch mal zur Abwechslung mal ein paar Flugstunden machen. Püppchen, Cardamon, Teamgeist. Aha, haben wir das noch nicht gemacht? Lageabbruch, kehre zu Claire zurück. Haben wir eigentlich schon gemacht, der haben wir doch schon gesagt, dass ihr. Können wir auch noch mal machen. Die haben mir nicht gesagt, dass ihr Freund tot ist, sondern mir gesagt, dass er den Bösen beigetreten ist. Wie das nicht im Hogwarts? Dachtest du, Konkurrenz wegfegen? Aber er hat erwähnt, dass in Melda südlich von Hogwarts zu finden ist. Um die Daten zu bekommen, die er will, muss ich an ihrer Besenprüfung teilnehmen. Okay. Das ist die Besenprüfung, aber nicht auf dem Quidditch-Feld. Aha.
ein bisschen Besenflut mal wieder zur Abwechslung. Ein langer Weg. Können wir mal die Landschaften genießen, während wir dorthin fliegen. Da ist noch Kobolde. Mal ein paar Manöver ausführen. Können wir, glaube ich, unseren Besen verbessern, wenn wir das gemacht haben. Das Quest. Oh, das kann ich schaden. Gut, dass wir einen Schal oben haben. Mütze zwar nicht, aber bei so einem Flugwind. Einiges an Kälte entstehen. Na komm. Wenig mit dem Besen verfügbar. Ich dachte, wir gehen jetzt zu einer Besenquest. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Da wären wir. Hallöchen. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist ja Hufflepuffs Tempowunder. Warte, da mussten natürlich ein. Wenn wir jetzt für Hufflepuff eintreten. Die Look mal ändern. Hallo, Imelda. Also. Noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Auf geht's. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung! Bist du denn bereit? Okay, geradeaus. Aus irgendeinem Grund fliegen wir gegen eine Puppe. Was ich etwas merkwürdig finde. Fabelhaft. Na komm. Zwei 26 ist mit der Zeit. Runter! Verdammt. Jetzt müssen wir uns bei die Strafsekunden wieder aufholen. Baum.
Na komm, Concentration. Das schaffen wir. Langsam habe ich's raus. Wunderbar. Na komm, vielleicht schaffen wir es diesmal sogar fast zwei. Kurz zu brechen. Der Zeitverlust könnte mir ein bisschen in die Quere kommen. Fabelhaft. Na komm. 2.13. Geschafft, als ob. Fürs 2. Ist nicht so, als hätte ich 6-mal versucht. Fürs 2 natürlich. Top-Talent. Was soll ich sagen? 2.22. Mit einem verpassten Ring. Super erster Versuch. Hab nicht eine halbe Stunde gespielt. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein Fall. Habe ich nicht alles rausgeschnitten. Pass auf. Du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der besten Liste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit.